Neuer Tag beginnt. Und wir stinken, wir haben voll Bock zu duschen. Aber wir haben viel zu wenig Wasser zu duschen. Das heißt, wir müssen mehr Wasser suchen. Weil jetzt gerade das Wasser, es reicht nur noch für einen Koffein zu kochen oder so. Und das war's. Und mein Wolf, den spüre ich kaum noch. Prüft doppelt später den spüre ich schon wieder. Der hat sich über Nacht ein bisschen verheilt. Ich bin ein Erdbeerkopf. Guck mal, so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus, tagsüber. Und wir werden die ganze Zeit von irgendwelchen Waldarbeitern hier belästigt. Die schneiden da drüben Holz und so. Hört ihr das? Die haben uns wach gemacht. Es blubbert geil. Das sieht richtig geil aus, wenn es blubbert. So, der Kaffee ist fertig eingezogen. So, weil dieser Loch hier vorne immer größer geworden ist und ich heute nicht zu faul bin, den zusammenzunähen, werde ich den jetzt grob zusammennähen. Mit Nadel und Faden. So, ich habe das hier jetzt zusammengenäht, ganz grob. Also nicht perfekt, sondern grob. Weil ich bin zu faul, um das perfekt zu machen. Aber bevor wir losgehen, werde ich hier diese Wolfsverteidigung an mir dran schmieren. Das stinkt, wenn dann Schweiß da dazwischen ist. Deswegen werde ich das da drauf schmieren. Das habe ich nämlich gestern gar nicht gemacht. So, sie holt jetzt Wasser, damit wir keinen Wassermangel mehr haben und mehr Wasser trinken und missbrauchen können. So, du hast eben gerade einen Hofladen gefunden und hast Bier und Wein gekauft für ja. 12,50 Euro. Ja. Das ist voll teuer. Ja, und 2 Euro Naschi. Selbst zusammengestellte Naschitüte. Geil. Jetzt sind wir für die nächsten 5 Kilometer versorgt. Schmeckt richtig geil. Hier fahren überall diese störenden Autos vorbei. Die nerven uns die ganze Zeit hier auf diesem Weg. Es ist ein sehr entspannter Weg hier vorne auf der Straße. Aber die Autofahrer, die belästigen, machen diese Autogeräusche. Hier vorne ist eine Fahrradreparaturstation mit Luftpumpe und sowas. So, ich habe die Reifen aufgepumpt und es ist zwar nur ein Minimalunterschied, aber den merkt man. So, wir haben gerade Bier und noch mehr Sachen eingekauft, beziehungsweise wir noch mehr andere Sachen gekauft als Bier, aber Bier haben wir auch eingekauft. Und wie es sich gehört, wenn ich in dieser Region bin, wo es Zeller Bier gibt, da muss immer Zeller Bier getrunken werden. Das ist ganz wichtig. Das ist für mich eine Tradition, weil in Bremen gibt es kein Zeller Bier. Geprost! Einer meiner Lieblingsbiere. Wir laufen jetzt zum nächsten Dönerladen und dort zu essen. Und der nächste Dönerladen, der ist direkt hier vorne. Oh, scheiße. Heute ist der einzige Tag, wo geschlossen ist. Heute ist Montag und Montag ist geschlossen. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir müssen woanders gucken, noch was zu essen. Und falls es das nicht geben sollte, dann kochen wir wieder. So, wir laufen jetzt gerade an meiner alten Schule dran vorbei. Und zwar diese Schule, die ich in der dritten und in der vierten Klasse besucht hatte. Wir haben hier eine Schutzhütte gefunden. Hier kam eine Katze zugelaufen. Die will meine Nicknacks auffressen. Oh nein! Scheiße. Jetzt hast du die Paprika verloren. Gibt nichts über ein scharfes Cuttermesser, sag euch das. Ist das süß. Hier. Ein Geschenk von Natururin. Genau. Jetzt kannst du das aufessen. Oder nee, du kannst das auflecken, weil wir essen das jetzt. So, Essen ist fertig. Und es schmeckt wie heute Nachmittag so richtig geil. Die Katze nervt uns beim Essen die ganze Zeit. Er wollte schon wieder hier angreifen. So, weil wir an einer Katzenhaarallergie leiden, flüchten wir zum Wald, um dort zu schlafen und von der Katze in Ruhe gelassen zu werden. Eben gerade sind eine Horde Wildschwein vor uns vorbeigelaufen. Das war lustig. Total. Super lustig. Ich finde das cool. Guten Morgen. Nächster Tag beginnt. Und wir haben letzte Nacht ganz viele Wildschweine im Lager gehabt. Und später war nur noch ein einzelnes da.
Das habe ich dann irgendwann ein paar Stunden später gehört. Während du ganz fest geschlafen hast. Der hat sich so richtig groß und fett angehört. Der war genau vor uns. Also direkt hier hinterm Tab. Wir werden gleich duschen gehen. Gestern Abend war es zu kalt gewesen. Also viel zu kühl und unangenehm. Jetzt gleich gehen wir duschen. Oh scheiße, meine Sonnenbrille ist kaputt gegangen. Und hier knallt das die ganze Zeit rum. Von diesem Militärgebiet. Hier steht das Tab. Und hier ist ein Wildschweinspur. Genauso wie das hier auch. Jawohl, das haben die Wildschweine heute Nacht gemacht. So, ich habe gerade meinen Tab abgebaut und dann da dran gehangen. Weil das hier, das ist jetzt unsere Duschwand. Wir werden dahinter duschen. Weil hier vorne ist ein Fußweg, hier sind Spaziergänger und so. Und genau deswegen habe ich gerade diese Duschwand für uns hier gebaut. So, ich werde jetzt mal eine Dusche vorbereiten. Ich mache hier ein paar Löcher rein. Jawohl, so funktioniert die. Und so werde ich mich jetzt abduschen. Ich bin fertig mit Duschen. So, Kaffee ist fertig. So, ich probiere jetzt meine Sonnenbrillenbeschädigung zusammenzuschmelzen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, ich habe die Brillenbeschädigung zusammengeschmolzen und ich bin ganz gespannt, ob das hält. Also hält das jetzt, aber ich bin ganz gespannt drauf, wie lange das hält. Oh Scheiße, die Mülltüte ist gerissen. Das heißt, ich muss das im neuen Müllsack da reinpacken. Das ist Aufwand und zeitverschwenderisch. Wir sind jetzt gerade dabei, durch so einer nervigen Landstraße durchzulaufen, wo hier sogar LKWs voneinander überholen tun und so. Also so eine voll Fett-LKWs. Also mit hier Transporter, genau. Also Schwerlast, also mit ganz viel Gewicht. Genau, die haben sich überholt. Durch so eine Landstraße laufen wir durch. Die ganzen bitteren 11 Kilometer bis zur Fassberg. Das hört sich gut an. Ich werde öfters erkannt. Guck mal, hier vorne stehen Sprengstoffe. Lebensgefahr, betreten verboten dran. Und deswegen wurden wir die ganze Zeit von diesen Explosionen belästigt. Hört ihr das? Jawohl, das sind diese Explosionen und manchmal waren die so richtig laut. Die haben uns richtig belästigt bei diesem Wildschwein-Schlafplatz. Ich habe hier entzündete diese Stellen hier an den Fuß. Die sind ein bisschen eingewachsen, weil ich das zu klein geschnitten habe. Und du hast Blasen. Aber und deswegen werden wir jetzt eine Brotpause, also mit Leberwurst, machen. Ich bin ein Kaninchen ohne Ohren. Vorne ist eine Blindschleiche. Wir haben Lidl gefunden und wir sind eine Minute vor Schließung angekommen. Und ich musste ganz, ganz schnell machen, weil gerade wo ich reingerannt bin, haben sie mich schon zur Kasse gebeten. Und ich habe nichts weiter eingekauft bekommen als ein paar Dosen Bier, die ich so an der Hand irgendwie so greifen konnte. Wir laufen jetzt zu Ingos Grill. Der ist direkt hier vorne. Und jetzt lade ich dich zum Essen ein. Oh ja, jetzt Abendbrotstart kommt. So, das Essen war überdurchschnittlich gut gewesen. Ja. Hier vorne ist dieser Schwimmbad von Fassberg. Da habe ich schon mal in der Grundschule drin geschwommen. Das weiß ich noch ganz genau. Und seitdem an nie wieder. Weil, weiß ich auch nicht. Ich hab's noch nie. Heute ist es zu dunkel dafür. Ich bin ein Milchkopf. Ich meinte Ziegenmilchkopf. Mit Hörnern dran. Mit Schamhaaren am Kopf. Ich bin ein milchiger Gehirn. Ein ziegenmilchiger Gehirn, das hier rumschwappt und rumläuft. Also genau dahin, nach diese Richtung schwappt. Wir haben Mühlen erreicht. Hier werden wir irgendwo pennen. Wir werden jetzt nach einer Stelle suchen gehen. So, ich habe gerade das Tab aufgebaut. Ich habe das genauso wie vorgestern aufgebaut. Und das passt alles sehr gut rein. Das ist total groß. Das ist eine voll cool Aufbauvariante. Sogar mit Aussicht zum Baumstamm.